Jo Leute, was geht? Heute sind wir wieder in GTA 5 unterwegs und heute werden wir wieder nach einer mysteriösen Kreatur suchen. Und zwar wird es heute um Granny gehen. Falls ihr nicht wisst, Leute, wer Granny ist, das ist eine sehr merkwürdige Kreatur aus einem Indie-Horrorspiel, das rauskam. Ich denke, das war vor ein paar Jahren, als das Spiel rauskam. Und diese Kreatur, Freunde, wurde jetzt in GTA 5 gesichtet. Und in diesem Haus, Freunde, was ihr gerade vor mir seht, soll sich Granny aufhalten und befinden. Und unsere Aufgabe wird es heute sein, Granny zu finden und auszuschalten. Auf jeden Fall, Leute, vergesst nicht gerne auf den Supportbasis ein Like dazu lassen. Lasst uns heute wieder 5000 Likes zusammen schaffen. Ich glaube an euch, wir werden das schaffen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Achso, übrigens noch ganz kurz eine Info an alle meine Mitglieder oder diejenigen, die es werden wollen. Ich habe jetzt nämlich neue verschiedene Sub-Badges eingeführt und zwar nach Monaten. Also ihr könnt es hier zum Beispiel sehen, je länger man meinen Kanal subscribed hat, also nicht abonniert, sondern Mitglied von meinem Kanal ist für 99 Cent im Monat, der bekommt dann immer ein anderes Logo. Das werdet ihr im Live-Chat dann immer neben eurem Namen bekommen. Oder wenn ihr einen Kommentar auf diesem Video schreibt. Ich schaue mir die Kommentare auch immer gerne an und ich sehe da schon einige zahlreiche von euch in den Kommentaren und da gebe ich auch immer ein Herz für. Also falls ihr meinen Kanal unterstützen wollt, Leute, für 99 Cent im Monat könnt ihr mich unterstützen. Ihr erhaltet dann dieses Logo, wie gesagt, es ändert sich dann alle paar Monate, bekommt ihr dann immer eine Aufwertung und ihr könnt auch exklusive Emotes im Chat und in Livestreams benutzen. Link in der Beschreibung oder halt neben dem Abonnieren-Button. Ich weiß, in der iOS-App wird es aber nicht angezeigt. Danke also an alle, die meine Videos schauen und auch danke an alle Mitglieder, die diesen Kanal unterstützen. Wir starten aber jetzt mit dem Video. So, in diesem Haus soll sich angeblich Granny aufhalten. Ich würde mal sagen, Freunde, wir schauen uns dieses Haus mal ganz genau an, ob wir sie irgendwie finden können und, oh mein Gott. Leute, das da hinten ist sie. Okay, und sie hat tatsächlich sogar eine Shotgun in der Hand. Okay, damit ist wirklich nicht zu spaßen, Freunde. Wir sind hier natürlich gänzlich unbewaffnet. Und da in dieses Haus sollen wir reingehen. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir werden uns erstmal an sie ranschleichen. Also, es wird ja ganz leichtes Spiel sein, offensichtlich. Okay, ich würde sagen, wir gehen erst einmal hier durch den Hintereingang und schauen mal, ob wir was finden können. Weil dieses Haus ist auf jeden Fall schwer bewacht. Und ich glaube, das ist sogar an der Location, wo eigentlich Trevors Haus stehen sollte. Ich komme hier nicht rein. Ich komme hier nicht durch diesen Zaun nicht rein. Ha, das ist merkwürdig. Es muss doch irgendwo einen Eingang geben, außer dem Haupteingang, den man betreten könnte. Also ich meine, die wird mir nichts antun, solange ich nicht auf das Grundstück gehe. Aber ich werde mich erstmal ganz langsam hier reinschleichen. So, no trespassing, violators will be prosecuted. Okay, was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall mal rein. Beware of the dog. Okay, also wenn hier ein Hund ist, dann weiß ich, ist auf jeden Fall hier Gefahr. Und hier haben wir auch ein Auto, damit könnten wir theoretisch direkt abhauen, wenn irgendetwas ist. So, okay, dann schauen wir uns die Gegend mal ein bisschen genauer an. So, und sorry, falls es gerade auch ein bisschen laggt, Leute. Es wurden so viele Objekte geladen, dass mein PC das fast nicht mehr aushalten kann. So, okay, hier haben wir einen Laptop. Und ich höre immer so merkwürdige Geräusche gerade. Hört ihr das, Freunde? Hört ihr diese Glöckchen-Sounds? Ich weiß nicht, wo die herkommt. So, hier haben die auf jeden Fall eine Zielsucher, so eine Zielscheibe. Hier geht's hoch in das Gebäude, da können wir gleich mal reingehen. Oh, und da ist dieser Hund. Okay, da ist der Hund. Ah, das ist aber ein Feini, Alter. Bist du ein Feini? Ja, ganz genau, so ist das nämlich. Okay, ich darf mich normalerweise hier nicht aufhalten, sonst wird mich Granny irgendwie finden und erledigen. Ich weiß nicht, was sie mit einem machen wird. Auf jeden Fall muss man echt aufpassen, dass sie nicht einen aus dem Nichts so überrascht. Okay. Ich weiß nicht, Granny, was ist das bitteschön? Was sind das für Raketen? Und was ist das für Sprengstoff hier? Hier, alles klar, also das ist hier alles von Meriwether. Freunde, damit ist nicht zu spaßen. Schaut euch mal dieses Arsenal an, was die hat. Die hat ja alle möglichen Waffen von Ammunition einfach mal mitgenommen. Oh mein Gott. Und hier gibt es auch einige verschiedene Fahrzeuge. Wir haben hier den Duke of Death, einen Gabelstapler. Warum soll man einen Gabelstapler holen? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die ist halt direkt hier, Freunde. Die ist direkt hier. Schaut euch das mal an, Freunde. Zum Glück hat sie uns nicht gesehen. Alter. Okay, wir warten mal, bis sie weggeht. Ich weiß nicht mal, wohin sie geht. Warten wir einfach mal ab. Oh mein Gott. Okay. So, Freunde. Er bewegt sich. Sie bewegt sich. Das ist doch eine sie, oder? Granny ist sie. Ja klar, auf jeden Fall. Okay, ich glaube, die ist ins Haus gegangen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob sie mich entdeckt hat. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen uns mal hier um. Ey, sie hat wirklich alles Mögliche hier. Also das ist natürlich so ein typischer Hinterhof. Und hier, ey, das sieht mir aber ein bisschen merkwürdig aus. Granny, was machst du hier? Ah, eindeutig eine Zuckerfabrik. Hätte ich es mir doch denken können. Hier wird auf jeden Fall Zucker produziert. Krass, ich wusste gar nicht, dass sie auch in der Landwirtschaft arbeitet. Kappa. Okay, aber ich denke, Leute, es wird jetzt Zeit, einfach mal hier reinzugehen.
So, was ist noch hier? Okay, hier haben wir einfach nur ganz normal eine Waschküche mit zwei Trocknern und einer Waschmaschine, denke ich mal. So, jetzt wird es aber für uns Zeit, Leute, ganz vorsichtig in das Haus zu gehen. Ich weiß gar nicht mal, warum Franklin das macht. Ich habe gehört, hier soll irgendwie Geld sein oder sowas. Franklin ist heute auf Geldsuche unterwegs, aber offensichtlich in einem falschen Haus. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. So, ist sie hier irgendwo? Hallo, Granny. Bist du hier? Okay. Okay, Freunde, sie ist definitiv neben uns. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Wenn du, Franklin, jetzt hier reinklettern könntest. Ich weiß nicht, ob das hier mit Glas versiegelt ist. Ich glaube schon, ja, ist mit Glas versiegelt. Okay, da kommen wir nicht rein. Okay, ich glaube, wir gehen mal runter und warten, bis sie rausgeht. So, okay, hier verstecke ich mich. Okay, sie ist die Treppe runtergegangen. Und ich glaube, sie geht jetzt einen Spaziergang machen oder so. Ist gut für uns, Freunde. Damit können wir jetzt in ihr Haus reingehen und mal ihre Geheimnisse aufklären. Okay, Leute, das ist hier jetzt echt risky Business, sage ich dir. Okay, wir gehen da rein. Oh mein Gott. Okay, wir sind drin, Freunde. Wir sind in Grannys eigener Lodge. Und ich muss sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Zwar ein bisschen dreckig und so. Sehr, sehr neblig. Vor allem, was ist hier mit der Luft? Warum ist hier alles so neblig in dieser Wohnung? Okay. Leute, ich glaube, diese Axt dort ist selbsterklärend bei dieser Bierzapfmaschine. Jo, okay. Also offensichtlich ist hier ein ganz, ganz hartes Eisen. Steht sie immer noch da hinten? Oh, oh. Leute, da in der Ecke stand sie doch. Oh, danke auch für die 300k. Also gut, Granny ist offensichtlich nicht hier. So, was haben wir hier? Einen Fernseher, einen Lagerfeuer. Haha, oh mein Gott. Und was ist das? Ist das irgend so ein Planungsraum, den sie als nächstes holen will? Okay, und hier ist ihr Bett, Freunde. Hier ist tatsächlich Grannys Bett. Und es gab gerade extreme Lags. Schaut euch das mal an. Sogar die hat sogar eine Minecraft-Pickaxe. Warum sollte sie sowas haben? Okay, ich denke, hier ist nichts für uns zu holen. Außer vielleicht dieser Fernseher. Der ist schon nice. Okay, Moment. Ich höre gerade was. Okay, vielleicht nehmen wir den Fernseher irgendwie mit, aber kein... Oh, Leute, ich hab's gefunden. Yes, Leute, ich hab den Schatz gefunden. Oh, das werden wir uns schön einpacken, okay. So, nichts kann uns mehr stoppen, Leute. Okay, den Geldkoffer haben wir jetzt mitbekommen, Leute. Und jetzt gehen wir nach Hause. So. Lol, okay. Was ist gerade passiert? Wo bin ich? Ich glaube, ich habe eine Taschenlampe in der Hand. Franklin? Wo sind wir? Sind wir im Himmel? Oder ich höre Geräusche. Ich höre echt ganz komische Geräusche. Wo sind wir hier, Franklin? Oh, okay. Unsere Taschenlampe funktioniert. Leute, wir müssen jetzt rausfinden, wo wir hier sind. Wir müssen hier ganz schnell raus. Das war ein großer Fehler, sich hier mit Granny anzulegen, okay? Werde ich nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall werde ich das nochmal machen hier. Wir müssen jetzt also irgendwie entkommen. Und am besten müssen wir Granny noch erledigen. Wenn wir das hinkriegen, Freunde, dann ist der Tag gerettet. Dann ist der Tag gerettet. Wir schauen uns mal hier um. Okay, also. Wir sind, Leute, gerade im Humane Labs gefangen. Und anscheinend hat uns wahrscheinlich Granny irgendwie einen Schlag auf den Hinterkopf verpasst. Und wir sind jetzt hier gefangen genommen. Wir müssen irgendwie einen Ausweg finden, wie wir hier versuchen rauszukommen. Ich glaube, es ging da lang, ne? Es war doch so, oder? Wir gehen, glaube ich, hier diesen Weg entlang. Okay, 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 okay. So, hier lang, jawohl. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, hier gehen wir auch durch. Ah, okay. Also hier kommt man nicht durch. Vor allem, Leute, ich verstehe nicht, wieso das so ist gerade, weil es Humane Labs, es hat einfach gar keinen Strom. Es ist einfach komplett dunkel. Oh mein Gott. Es ist so hart dunkel, Leute. Also ich sehe wirklich wenig. Also ich sehe aktuell wirklich, wirklich wenig, muss man sagen. So, hier geht's runter. Ich weiß gar nicht mal, ob ich den richtigen Weg gehe. Ich habe keine Minimap. So, aber es muss hier irgendwo eine Möglichkeit geben, den Strom wieder anzustellen. Gibt's hier nicht irgendein Tastenfeld oder sowas? Irgendwas in der Art. Ich muss mal nachschauen. Hier sind keine Lichtschalter. Oh doch, Leute, hier sind Stromkasten. Okay, ich glaube, hier müssen wir das hinkriegen. Ich glaube, hier kriegen wir den Strom wieder an. Ah, okay. Das ist alles auf Null. Gut, dann machen wir das jetzt wieder auf 100%, würde ich sagen. Oh, wer sagt's denn, Freunde? Endlich wieder Strom. So soll es natürlich sein. Jetzt brauche ich die Taschenlampe nicht mehr, obwohl ich kann sie immer noch benutzen. Ist immerhin sicher, Leute. Sollte der Strom einfach mal wieder ausfallen. Oh, jetzt frage ich mich aber, Leute. Oh mein Gott, da kommt Granny, Leute. Okay. Nein, nein. Greif an, greif an. Greif sie an. Hast du... Okay. Franklin? Was hast du getan? Hab ich sie... Ey, wir haben sie überrascht. Die kam einfach... Ey, Real Talk. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, die kam einfach so aus dem Nichts, Leute. Die kam einfach so aus dem Nichts. Okay. Ich weiß nicht, war das die richtige oder gibt es noch eine? Ich hoffe mal nicht, Leute. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie ein Trick war. Ich hoffe es wirklich nicht. Leute? Wo kommen die Schüsse her? Ein Augenblick.
Oh mein Gott, die gibt's immer noch. Okay, Leute. Granny schießt die ganze Zeit mit dieser Waffe auf uns. Wir müssen... Okay, wir machen das so. Wir machen das taktisch so, Leute. Da hinten ist Deckung. Wir nehmen die eine Deckung, dann die nächste Deckung und dann überraschen wir sie aus dem Nahkampf. Hoffentlich haben wir da irgendwie Zeit. Okay, Franklin, siehst du den Punkt da hinten? Wir haben zwar nur eine Nahkampfwaffe, aber wir müssen uns beeilen, okay? Ich hoffe, ihr geht die Munition aus. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Let's go, Franklin. Lauf! Und... Okay. Okay, ist halb so wild. Wir wurden zwar zum Teil getroffen, aber wir können es auch weitermachen, Leute. Oh mein Gott. Fühlt sich an wie so ein richtiger Bosskampf. Okay, Leute. Oh mein Gott. So. Let's go. Warte. Oh! Oh mein Gott. Okay, Leute. Freunde, ich habe eine Waffe. Ich habe gerade Tränengas gefunden hier im Humane Labs. Ich glaube, das können wir benutzen, um es gegen Granny zu verwenden. So. Na? Nimm das. Es funktioniert hoffentlich. Hoffentlich, ja. Okay, sie taumelt. Jetzt, Freunde, attackieren. Bam, Junge. Yes. So muss das sein. Wir haben es geschafft. Wir haben sie jetzt aber wirklich erledigt. Oh mein Gott, ich muss hier raus. So. Raus, wir haben einen Stern, ist mir egal. Raus, raus, raus aus New Main Labs. Jawohl, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Granny erledigt. Oh mein Gott, ey, das ist so ein gutes Gefühl, dass wir es endlich geschafft haben. Ich dachte schon, der erste war tatsächlich ein Trick. Und die zweite, die kam halt wirklich, die dachte, die hätte uns. Die dachte, die hätte uns. Aber Leute, wir haben mit dem Tränengas haben wir einen kleinen Trick verwendet. Das hat auf jeden Fall funktioniert. So, ab geht's jetzt nach Hause und in Sicherheit. Okay, Freunde, wir sind jetzt endlich wieder zu Hause mit Franklin angekommen. Ich hoffe, dass euch das Video angefallen hat. Leute, vergesst nicht, ein Like dazu lassen. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr Mitglied werden wollt, Leute, für 99 Cent im Monat, könnt ihr mich natürlich auch für einen Euro im Monat einfach unterstützen, wenn ihr meinen Kanal feiert. Hier Link in der Beschreibung, exklusive Emotes und Sub-Badges, Leute. Habe ich jetzt endlich aktualisiert, Leute. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, Link in der Beschreibung. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Heidi Zock ist raus. Haut rein, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao.